Freunde von Schooner Autobrokers. Wir sind mal wieder unterwegs mit unserem mobilen Studio in Sachen Autos aus den USA. Wir haben auf den 11. Mai heute 2021 wunderschönes Wetter, 30 Grad im Schatten. Wenn es reicht. Und bitte? Wenn es reicht, ja. Wenn es reicht, ja. Machen ein bisschen wärmer in der Sonne. Wir haben heute ganz tolle Autos hier hinter uns. Das sind, glaube ich, die Vertreter schlechthin der amerikanischen Muscle Car Szene. Wir haben hier ein, ich sag mal, Goldmember. Das ist ein ganz tolles Auto, ein Dodge Challenger. Jan, was ist das für ein Modell? Ja, ein ganz cooles Fahrzeug. Wir sehen hier einen 2020er Dodge Challenger Scat Pack 50th Anniversary Edition in Gold Rush Metallic. Es wurde pro Farbe, wurden 70 Fahrzeuge hergestellt. Ja. Gold Rush gab es da gar nicht ansonsten, ja. Also man musste so ein Fahrzeug bestellen und dieser kommt dann in der RT Scat Pack Trim Variante, das heißt 6,2 Liter, ja. Mit, nee, 6,4 Liter, Entschuldigung, ja. 6,4 Liter, Sauger 485 PS. Wunderbar, das ist Handschalter oder Automatik? Automatik, ja. Es gibt allerdings auch Handschalter, 7 Stück. 7 Stück? Ja. Und wer schon mal da einen von beschaffen könnte? Ja, und wir bekommen mal nächste Woche, schauen Sie auf YouTube, maybe, vielleicht übernächste Woche. Ja. Dann werden wir ein Video von einem Handschalter haben, das ist wirklich selten. Das ist ganz was Tolles, wunderbar. So, und dann haben wir hier ein, das sieht aus wie ein Shelby. Ich sehe hinten die Schlange auf dem Heck. Ja, das ist ein 2021er Shelby GT500, also schon im zweiten Modelljahr. Der GT500 ist ja die Track-Variante des Mustangs. Ja. Dieses Fahrzeug hat 5,2 Liter Predator Engine mit 760 PS. Das ist viel. Knapp 3 Sekunden von 0 auf 100. Ist ein Wahnsinnsauto, muss ich sagen. Die Farbe ist ganz was Besonderes, weil die Farbe gibt es erst seit 2021. Das ist der Nachfolger von Kona Blue. Das nennt sich Anti-Matter Blue. Ah, Captain Kirk lässt grüßen. Ja, genau. Antimaterie. Ja. Sehr, sehr dunkel. Fast violett. Wunderschön, wunderschöne, ja. Farbe, als ob Sie das sehen können auf dem Monitor. Ist ganz herrlich, die Sonne reflektiert wunderschön in diesem dunklen Blau. Ja, genau. Und dazu das schwarze Dach, lackiert in schwarz, das hebt sich so ein bisschen ab. Kann man noch nicht mehr bestellen, diese Option im Moment, weil wahrscheinlich haben wir keinen Lack. Naja, vielleicht gibt es die Farbe nicht mehr. Da müssen wir bei Captain Kirk anrufen. Und dann haben wir hier das gleiche nochmal in weiß. Ja, hier haben wir dann den 2020. Ja. Auch GT500, der andere ist der ist ja neu, der blaue ist neu, der ist gebraucht, der weiße, unter 1000 Meilen, ja. One Owner, Clean Carfax aus Kalifornien, tolles Fahrzeug, beide Fahrzeuge haben eine ähnliche Ausstattung, beide haben das Handling-Paket, ja. Beide haben Recaro-Sitze, beide haben das Technologie-Paket und sind, sagen wir mal, so ausgestattet, wie die meisten Kunden es sich wünschen. Ja. Die sind relativ selten, ne? Sind nicht so viele von gebaut worden. Ja, so viele sind es nicht. Es werden 5000 Fahrzeuge produziert für den nordamerikanischen Markt. Ja. Davon 1250 Stück mit dem Carbon Fiber Track Paket. Ja. $18.500 Aufschlag. Ja. Also schwer zu finden. Und solche Fahrzeuge werden hier in den USA über Liste verkauft. Über Liste, wie kann das denn sein? Angebot und Nachfrage. Ganz wunderbar, einfach. Freie Marktwirtschaft. Ne? Ja, das ist freie Marktwirtschaft. Das, ja, ist ein schönes Marketing-Tool, das ist ein schönes Tool für den Autohändler eigentlich, ja, auch. Er kann da was besorgen, er kann ein bisschen Geld verdienen. Und, richtig, richtig. Werden die Fahrzeuge woanders verkauft, in Deutschland oder offiziell Österreich? Nicht, nee. Offiziell nicht. Es gibt kein offizielles GT500-Modell für Europa, Asien. Ja. Es gibt ein Mexiko-Modell, das will ich empfehlen. Ja. Das will auch eigentlich keiner haben. Aber ansonsten muss man die eigentlich aus Nordamerika beziehen, wenn man so ein Fahrzeug fahren möchte. Tatsächlich, ja. Die sind also relativ selten, aber wir sind imstande, diese Fahrzeuge zu beschaffen, wie wir hier sehen, ja, können. Zwei, wir haben, glaube ich, einige mehr schon vermittelt an unsere Kunden. Also sehr, sehr viel PS fürs Geld, viel, viel Leistung. Ja. Die sind, ja, auch ganz gut auf den Nürburgring, ne? Habe ich mal gehört. Das hier, ja, die haben da auch ganz gute Leistungen hingelegt und, ja, die sind auch sehr wertstabil, ja, muss man auch mal sagen. Also, ja. Wir haben Kunden, die haben 13er, 14er mit Trackpaket. Die liegen immer noch bei 60.000 Euro. Na, wunderbar. Du hattest vorhin mal das Thema Recaro-Sitz. Recaro-Sitz, ist das, ja, eine Option? Erzähl mal ein bisschen was zu den. Ja, der GT500 kommt Basisausstattung mit Ledersitzen. Die Amerikaner nennen das Sofa-Seats.
Ja. Die sind ein bisschen gemütlicher, weil die sind beheizt und belüftbar, haben eine Memory-Funktion, sind halt nicht so sportlich. Auf der anderen Seite kann man dann, wenn man möchte, Sportsitze wählen von Recaro, ja. $1,700 mehr. Ja. Die sind nicht beheizbar, nicht belüftbar, keine Memory-Funktion, also nicht so alltagstauglich, aber dafür mit Sicherheit auf der Rennstrecke besser. Wenn man denn, Hüftgröße 34, 35 oder dann hört es auf. Dann wird es zu eng und sitzt man da zu eng drin, kann ich mal rein und raus, sich nicht mehr bewegen. Also ein wichtiger Punkt, den man besprechen sollte, bevor man sich so ein Auto kauft, dass man da an alle Dinge denkt und was man jetzt mit diesem Auto tatsächlich vorhat, ob man überwiegend auf der Rennstrecke fährt oder den Boulevard am Samstagabend rauf und runter. Genau. Wunderbar. Wir haben ja auch einen ganz starken Kundenkreis in der Schweiz. Grüezi. Ja, grüezi. Die Schweizer Kunden. Ich glaube, dieses Fahrzeug geht, glaube ich, in die Schweiz. Ja. Ja, was ist zur Schweiz zu sagen? Es sind hier einige Besonderheiten, was den Import betrifft in die Schweiz. Ja, also wir bearbeiten den Schweizer Markt ja erfolgreich, meine ich, von Anfang an. Ja, also über 12 Jahren. Wir haben viele Kunden in der Schweiz, langjährige Kunden. Und viele sind in dem Bereich Muscle Car unterwegs oder auch Pickup-Trucks und SUVs. Wir haben eine Door-to-Door-Solution für diese Fahrzeuge, also vom Standort hier bis zum Umrüster in der Schweiz komplett. Wir können definieren, was das Fahrzeug kosten wird vorab. Wir können definieren, vorab ist die Zulassungsfähigkeit da. Die Schweizer haben ein paar besondere Gesetze im Bereich Abgas, im Bereich Fußgängerschutz und Gewicht etc. pp. Ja. Aber wir können im Vorfeld klären, was geht und was nicht geht. Und es geht wieder ein bisschen mehr. Ja. Wir können nun auch bald Escalades wieder anbieten. Wir können jetzt schon Durangos und Rams anbieten. Ach, wunderbar. Kostet halt ein bisschen mehr über diesen Fußgängerschutz. Das ist ein sehr spezielles Gesetz. Ja. Aber ja, Sie können ja bei uns anfahren. Wir können uns darüber gerne unterhalten und erklären Ihnen die Wege, wie wir problemlos dieses Auto in die Schweiz transportieren können und natürlich auch dafür zu sorgen, dass das Auto problemlos zulassungsfähig ist, dass wir keine Probleme haben, wenn Sie dann in der Schweiz Auto fahren möchten. Korrekt. Da haben wir noch ein Thema Einlagerung. Ich höre mal das Wort Einlagerung. Ja, das ist auch ganz nett. Das ist auch eine Schweizer Besonderheit. Also für die Schweizer ist es dahingehend interessant, wenn ein Fahrzeug neu ist oder sehr jung und gebraucht ist, also gerade eine Tageszulassung hatte. Das Fahrzeug man muss für das Fahrzeug keine CO2-Abgabe zahlen, wenn die Erstzulassung 6 Monate zurückliegt bei der Verzollung in der Schweiz. Aha. So kann man dann hier vielleicht machen, also das lassen wir auch machen oder unsere Kunden machen das, lassen das Fahrzeug für ein paar Monate hier einlagern, stehen dann sicher drin mit anderen schönen Autos und wenn dann der Zeitpunkt stimmt, dann geht das Fahrzeug in die Verschiffung und kann dann getimed quasi durch die Verzollung gehen und der Kunde spart sich dann diese CO2-Abgaben, die ganz schön heftig sein können. Also eine wunderschöne Lösung für Sie, liebe Schweizer Kunden. Hier können wir Geld sparen. Wir helfen dort mit Rat und Tat. Genau. Wunderbar, das soll genug sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im mobilen Studio von Skoon Autobokers. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben.